Weil andere Menschen fahren in Urlaub nach Ibiza, nach Gran Canaria, auf die Malediven. Sie verfolgen im wahrsten Sinne des Wortes immer den TSV 1860. Warum ist das so? Ja, weil ich einfach Löwe durch und durch bin, weil es zu meinem festen Jahresprogramm dazugehört. Sommertrainingslager, Wintertrainingslager, weil da Spiele sind, weil da Mannschaft ist, weil die Spezie da sind und darum fahre ich da hin und schaue mal, was ist. Was ist denn das Besondere an einem Trainingslager für einen Fan? Was kriegt er da so alles mit? Ja gut, du bist halt meistens mit den Spielern im gleichen Hotel halt drin und bist halt am Training nah dran und mit den anderen Kollegen halt beieinander und ist halt andere Länder und andere Städte, mal andere Atmosphäre und meistens ist es im Winter natürlich im südlichen Bereich und da ist halt einfach Winter ganz angenehm, wenn man woanders ist. Hat man den Zugang auch zu den Spielern, zum Trainer, zum Staff, zum Präsidenten? Ja, wie man ein Spielerhotel eigentlich ist. Man will natürlich nicht aufdringlich sein, weil die haben alle Sachen auch da. Aber wenn man Kontakt will, dann kann man den auch haben. Das ist kein Problem bei uns. Wie sind Sie denn überhaupt Allesfahrer geworden? Oder was kann man sich unter einem Allesfahrer eigentlich vorstellen? Ja, ich habe mich nie als Allesfahrer bezeichnet. Das haben andere eigentlich gemacht. Ich meine, ich fahre einfach dahin, wo es jetzt gespielt ist. Schauen wir die Spiele an. Ob ich dann Allesfahrer bin, weiß ich nicht. Ich schaue mir dann einfach an, was jetzt gespielt ist. Wichtig. Da haben wir auswärts, um das geht's. Sie haben ja schon viele Trainer kommen und gehen gesehen bei 1860 München. Welche Erstmeinung oder welche Ersteinschätzung haben Sie von Vitor Pereira? Ja, da ist er sehr engagiert, ist sehr laut, ist sofort eingreift, wenn irgendwas ist. Und also von dem Engagement her ist natürlich schon eine Hausnummer, der Mann. Und ich hoffe, dass das natürlich auch wirkt. Das ist ja klar, weil am 27. der Zeit und das wird natürlich schon eine Mannschaft am Platz stehen, die das rüberbringt und gewinnt natürlich, das A und O. Vielen Dank.